Ich begrüße euch, meine Lieben. Ja, jetzt kommt die Legung für die Weihnachtswoche. Und zwar die Wochenlegung vom 20. bis einschließlich 26. Auch diese beginne ich mit einer Überschriftskarte aus dem Krafttier-Orakel. Dann gibt es für jeden Tag eine Tarotkarte. Und zur weiteren näheren Erklärung ein bis zwei Lenormand-Karten. Ui, irgendwie haben wir das heute hier nicht mit der Mischerei. Oder man will uns so viel auf einmal sagen. Ja, ihr Lieben, jetzt gehen wir mit Riesenschritten nicht nur aufs Weihnachtsfest, sondern auch auf das Jahresende. Und haben mit Sicherheit alle die Hoffnung, dass das Jahr 2022 etwas einfacher und erfreulicher für jeden von uns wird. Ja, ansonsten weise ich nochmal darauf hin, dass auch dieses jetzt hier wieder eine allgemeine Legung ist. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen. Müssen es aber nicht zwingend, aber das merkt ihr ziemlich schnell, wenn ihr in die Deutung reinhört und diejenigen von euch, die bei mir öfter schauen, die merken das sowieso gleich ziemlich schnell am Anfang der Legung. Ja, die verwendeten Kartendecks für all meine Legungen, die findet ihr hier immer unter meinem Link in der Infobox. Und dann sei natürlich noch mein Dankeschön für euch auch nicht außen vor. Ich danke euch wirklich immer wieder von Herzen für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, für jeden wunderbaren, netten Kommentar und natürlich auch immer wieder für das Aktivieren des Glöckchens. Womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt und den Vorteil habt, über neu hochgeladene Videos, Legungen immer gleich informiert zu werden. Ja, und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich sehe anhand der steigenden Abonnentenzahlen, wie viele Menschen sich für meine Legungen begeistern oder wie viele Menschen ich damit auch erfreuen kann, ne? Und demzufolge erfreut mich jede Art eurer Anerkennung und deshalb wirklich von Herzen mein Dankeschön an euch. So, und jetzt werde ich die restlichen Karten ziehen, damit wir das ganze Video nicht zu lang machen. So, und wir schauen uns als erstes jetzt mal die Überschriftskarte an. Wir haben den Panther, den Leopard, Perfektion. Vertraue auf den Augenblick, leere deinen Geist und öffne deinen Blick. Wage leicht und mühelos den Sprung ins Unbekannte. Ja, das ist so ein bisschen passend, ne? Wir alle wissen nicht, wie es bei uns in Zukunft weitergeht. Aber wie die Karte hier auch aussagt, wage leicht und mühelos den Sprung ins Unbekannte. Im Endeffekt bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. Demzufolge sollten wir versuchen, uns gar nicht zu sehr mit diesen Gedankengängen, was wird, wenn, zu belasten, sondern wirklich, ja, diesen Sprung ins Unbekannte wagen. Ne? Ich werde aber vorsorglich jetzt nochmal schauen, ob ihr auch alles gut sehen könnt. Aber doch, ich denke, das ist okay. Und dann fangen wir mal an. Ich schaue mal, was der Montag euch bringt, beziehungsweise uns allen.
Da haben wir die Gerechtigkeit. Ja, das ist immer eine gute Aussage. Die Gerechtigkeit spricht für Ausgewogenheit. Dass es ein ausgewogenes Ergebnis gibt, egal was jeder von euch an diesem Tag vorhat oder plant. Es ist etwas, was mit einem guten Ausgang endet. Ich lege jetzt mal die Lenormand-Karten oben drüber, weil wir beginnen erstmal mit den Tarotkarten. Für den Dienstag haben wir den Bube der Stäbe. Der Bube der Stäbe spricht immer auch von Neuanfängen, also dass irgendwas in den Kinderschuhen noch steckt, dass man sich begeistert, dass man voller Tatendrang ist, dass es neue Möglichkeiten gibt, etwas in die Tat umzusetzen. Sei es, dass der eine oder andere jetzt was Besonderes plant, auch für die Feiertage, oder dass ansonsten irgendetwas Neues ansteht, auch gedanklich schon. Denn wir haben für den Mittwoch die drei Stäbe. Und die drei Stäbe weisen immer auf eine gute Ausgangsposition hin. Also was ihr am Dienstag hier vielleicht plant, zeigt, dass es wirklich gute Aussichten bringt. Egal was ihr da plant, dass es ein positiver Verlauf wird und dass es Wachstum bringt, dass es Erfolg bringt. Also da ist irgendetwas, was ihr bei euch auch gedanklich in der Planung habt und was wirklich scheinbar gut überlegt ist und zum guten Ausgang kommt. Am Donnerstag haben wir die sechs Münzen. Die sechs Münzen sind so immer so ein, ja, so ein gewisser Härtetest. Man ist noch ein bisschen unsicher. Man sieht auch viel den Mangel. Ja, man hat immer finanzielle Sorgen, man macht sich eigentlich zu viel finanzielle Sorgen und ja, man sollte einfach, vielleicht hängt das hier mit euren Planungen zusammen, dass ihr jetzt am Donnerstag so ein bisschen Panik bekommt und denkt, oh Gott, hoffentlich mache ich das jetzt alles richtig, hoffentlich kann ich das alles bewältigen, auch finanziell. Also ich denke, dass es eher so dieser Gedankengang jetzt bei jedem von euch ist. Die Frage, mache ich es jetzt wirklich? Setze ich das jetzt alles um, was ich hier geplant habe, von Anfang der Woche an? Was bringt uns dann der Heiligabend? Oh, bei vielen gibt es Zukunftsängste. Wir haben hier die neun Schwerter. Man macht sich unheimlich viele Sorgen. Man ist nervös, man ist irgendwie in gewisser Weise auch verzweifelt. Der eine oder andere von euch scheint also unheimliche Zukunftsängste zu haben, sei es, dass es jetzt mit der Pandemie zusammenhängt, sei es, dass es sonstige gesundheitliche Probleme gibt, oder aber einfach auch diese Ängste von dem Vortag, das Ganze finanziell nicht mehr überschauen zu können, beziehungsweise sich zu sehr verausgabt zu haben. Wir schauen, was der erste Feiertag bereithält. Da haben wir den Ritter der Schwerter. Es ist mit Sicherheit eine unruhige Zeit, die uns aber alle begleitet. Und sicher gibt es das eine oder andere Chaos. Man ist vielleicht auch so ein bisschen ungeduldig. Und ja, in gewisser Weise sind die Menschen uns gegenüber vielleicht auch so ein bisschen unberechenbar. Also irgendwas ist an Stimmung, was uns so ein bisschen Kummer bereitet und ja, in gewisser Weise schlaflose Nächte auch bringt. Wir schauen mal, was der zweite Feiertag hier bereithält. Ja, da gibt es sicher auch, ich weiß nicht, es ist oft so, dass man hört,
dass bei vielen eigentlich, wo man denkt, die schönste Zeit des Jahres, sprich das Weihnachtsfest, im Kreise der Familie, der Lieben, dass es alles voller Harmonie ist, aber viele Recherchen haben uns eigentlich schon gezeigt, dass dieses Fest auch oft zu vielen Diskussionen, Auseinandersetzungen und Streitigkeiten innerhalb der Familie führt. Und eigentlich sehen wir das jetzt auch in dieser Karte wieder. Es ist so, man ist Konflikten ausgesetzt. Es sind Enttäuschungen da, es wird Kummer geben. Also der eine oder andere hat vielleicht auch schwere Entscheidungen noch zu treffen. Es ist alles so ein bisschen schwermütig und verhangen und traurig, was eigentlich dieses Fest der Liebe begleitet. Die Woche fängt eigentlich so aussichtsreich an, wo man denkt, wow, das geht aufwärts, wir haben Planungen, wir schauen in den Erfolg, wir erfreuen uns an dem Erfolg. Aber diese Stimmung scheint am Donnerstag zu kippen. Die Ängste, die uns da begleiten, finanziell vielleicht zu viel Ausgaben gehabt zu haben, was euch vielleicht auch belastet. Wie hole ich das jetzt wieder rein? Und dann einfach auch zu sehen, dass es vielleicht auch nicht die Anerkennung bekommt, die ihr eigentlich verdient habt für euren Einsatz. Denn so wie diese Woche endet, mit diesem Kummer, mit der Enttäuschung, zeigt es mir, dass euch die Anerkennung fehlt für euren Einsatz. Wir schauen mal, was die Lindemore-Karten hier am Montag dazu sagen. Wir hatten ja hier die Gerechtigkeit. Wir haben hier eigentlich eine wunderbare Karte, nämlich die Sonne. Das heißt, dass im Grunde genommen diese Entscheidungen, die ihr hier am Montag trefft, dieses, ja, wo alles eigentlich von einer guten Ausgangsposition bestrahlt wird, ist hier eigentlich noch unterstrichen durch die Lindemore-Karte, nämlich durch die Sonne. Das heißt, es winken hier Glück und Erfolg. Also kann man eigentlich den Rest der Wochenaussage kaum nachvollziehen. Wir haben hier am Dienstag, wie gesagt, einen Neuanfang im Kopf. Das steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber das ist schon so voller Begeisterung und mit Glück und Erfolg begleitet vom Montag, schauen wir, der Dienstag unterstreicht das Ganze noch durch finanzielle und emotionale Fülle. Das heißt, egal was ihr da in Angriff nehmt, ob es ein finanzieller Hintergrund ist oder emotional ihr da euch so reinhängt, es ist eigentlich gekrönt von Glück und Erfolg von der Sonne. Und am Mittwoch, wo ihr ja im Grunde genommen schon merkt, es ist eine super Ausgangsposition mit den drei Stäben, gute Aussichten, dass es alles eigentlich gut verläuft, da habt ihr ein Gegenüber, der euch da auch eigentlich zur Seite steht, beziehungsweise wo ihr erkennt, dass es da eine wichtige Verbindung für euch gibt, dass ihr da voller Zuversicht seid, dass ihr das Gefühl habt, das ist etwas, was für euch wichtig ist im weiteren Leben. Und diese Unterstützung von einem Gegenüber, die ist ja auch mitunter wichtig, um seine Ziele zu erreichen. Und wir schauen, was wir am Donnerstag, wie gesagt, haben wir ja dieses Gefühl
der Unsicherheit, der finanziellen Gedanken, ist das alles richtig, mache ich das alles richtig? Aber auch da kann man ein bisschen positiver reinschauen in diesen Tag, denn wir haben von den Lenormand die Blumen. Das heißt, es kommen Geschenke, es kommen Einladungen, es entwickelt sich positiv. Also vielleicht wirklich rauskommen aus diesen Mangelgedanken und rauskommen aus diesen Gedanken, dass finanzielle Engpässe euch begleiten. Denn im Grunde genommen ist das entkräftet durch die Blumen. Das heißt, sicherlich werdet ihr, was normal ist in dieser Zeit, mehr finanzielle Ausgaben haben. Aber das führt jetzt nicht dazu, dass ihr völlig am Ende seid. Denn auch euch winken Geschenke und Einladungen, sodass ihr da ruhig ein bisschen, ja, relaxter rangehen könnt. Wenn wir hier nochmal auf Heiligabend schauen, dann sehen wir einfach diese Zukunftsängste, die euch beschäftigen, die Sorgen, die ihr euch macht. Ja, ihr seid nervös, ihr seid verzweifelt, aber auch da haben wir eine Glückskarte, nämlich den Klee. Also auch das ist jetzt übertrieben, sich so reinzusteigern in diese Zukunftsängste, in diese Sorgen, dass man nur noch schlaflose Nächte hat, dass man nur noch denkt, oh je, was habe ich jetzt gemacht, ich schaffe das alles nicht. Nein, ihr schafft es. Ihr habt doch das Glück. Ihr habt am Wochenanfang die höchste Glückskarte, Glück und Erfolg mit der Sonne. Ihr habt Heiligabend die Befreiung der Sorgen durch Klee, durch Glück. Der erste Feiertag, der euch diese unruhige Zeit nochmal unterstreicht, die, ja, wo irgendwie so Aggressivität so in der Luft liegt, Ungeduld. Auch da so ein bisschen mit Zuversicht rangehen. Wir haben hier zwar den Fuchs, wo man sagt, Vorsicht, ein bisschen listig, hinterlistig kann es auch sein, falsch. Aber der Fuchs deutet auch mitunter auf Schlauheit, auf Intelligenz hin. Und demzufolge sollte man diese unruhige Zeit von mehreren Seiten betrachten. Sich nicht reinsteigern in dieses Chaos, in diese Aggressivität, sondern man sollte intelligent rangehen und zurückschauen und sich sagen, ich habe doch eigentlich Glück, was will ich denn? Was erwarte ich denn? Und wenn wir hier schauen, an dem zweiten Feiertag, den letzten Tag dieser Woche, wenn man da dann wirklich nur noch ja, schmerzlich so zurückguckt, enttäuscht ist, verletzt ist, sich mit Trennungsgedanken beschäftigt, was also dieses Weihnachtsfest so traurig überschattet, dann sollte man sehen, es gibt doch Auswege. Wir haben hier die Wege. Das heißt, dann entscheidet euch doch erstmal für einen Weg, der euch aus dieser schmerzhaften Situation erstmal entfernt, der euch von dieser schmerzhaften Situation entfernt, der euch erstmal wieder zur Ruhe bringt, indem ihr einen Weg wählt, wo ihr dem erstmal entgehen könnt. Das heißt, wenn es innerhalb der Familie, wie schon gesagt, des Öfteren schon bewiesen, dass diese Feiertage oft zu Streitereien innerhalb der Familie führen, dann denke ich, das ist nicht etwas, wofür man nun wieder alles in Frage stellen sollte, sondern es hat vielleicht Diskussionen gegeben, die einen nicht erfreut haben. Es waren vielleicht auch Worte dabei, die einen verletzt haben. Aber wir haben doch die Möglichkeit,
Wir gehen erstmal einen anderen Weg. Wir gehen der ganzen Sache aus dem Weg und wagen, wie die Überschriftskarte hier ja auch ganz deutlich euch gesagt hat, den Sprung ins Unbekannte. Das heißt nicht nur das Negative im Auge zu behalten, sondern an das Positive, an die Überschrift für diese Woche, für den Montag, Glück und Erfolg, daran zu glauben, an emotionale und finanzielle Fülle zu glauben, an den Beistand, die Hilfe durch ein Gegenüber zu glauben, an Geschenke, an Einladungen sich erfreuen, an das Glück glauben, auch wenn man sich oft in der Nacht hin und her wälzt und sein Gedankenkarussell kreist, positiv an Glück und Erfolg denken, intelligent rangehen, sich nicht mitreißen lassen in Auseinandersetzungen, in Anspannungen und wirklich, wenn es eskaliert und unangenehm wird, den Rückzug erstmal nehmen, sich einen Weg aussuchen, wo man wieder zur Ruhe findet und einfach wieder runterkommt und in der Lage ist, doch noch einmal alles in Ruhe Revue passieren zu lassen und vernünftig miteinander darüber zu sprechen. Und wir haben hier den Beweis am Unterdeck. Wir haben die 10 Kelche. Und das heißt, wenn ihr diesen Rückzug, das heißt, einen anderen Weg erstmal raus aus dieser Diskussion, aus diesem Schmerz, wenn ihr diesen anderen Weg beschreitet, dann wartet auf euch mit den 10 Kelchen das Glück genießen. Harmonische Zeit kommt dann wieder auf euch zu. Es kommt wieder Lebensfreude. Es wird wieder Zufriedenheit da sein. Und ihr werdet es auch wieder genießen können, die Zeit mit der Familie. Und beim Linnemore-Deck haben wir, na bitte, was wollen wir mehr? Den Storch, es kommt zu positiven Veränderungen. Ja, ihr Lieben, ich denke, das sind wirklich jetzt so diese Mutmacher gewesen, die Unterdecks von beiden Kartendecks, die Unterkarten von beiden Kartendecks, sodass wir doch, auch wenn es für den einen oder anderen ein paar Auseinandersetzungen, ein wenig Kummer geben wird, nehmt es nicht zu schwer. Geht raus, intelligent aus diesen Diskussionen, sucht euch einen Rückzug, einen Weg, wo ihr erstmal runterkommen könnt und hofft und vertraut auf die positiven Veränderungen, auf Glück und Harmonie auch innerhalb der Familie wieder. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen ein fantastisches Weihnachtsfest im Kreise eurer Familie. Das ist harmonisch und fröhlich vonstatten geht, ohne Streitereien, wenn möglich. Und wie gesagt, schaut positiv in die Zukunft. Es kommen positive Veränderungen, warten auf euch. Und demzufolge sollte man alles nicht ganz so schwarz sehen und auch nicht zu schwer nehmen. Alles Liebe, bis bald.